Es wird jetzt im Folgenden gehen über eine Änderung des Gentechnikgesetzes. Der Bundestag debattiert über eine Neuregelung des Anbauverbotes für Genpflanzen in Deutschland. Nun ist es so, dass in der Europäischen Union der Anbau etwa von Genmais zwar erlaubt ist, die Mitgliedstaaten können aber davon landesweit oder auch regional abweichen. Also Deutschland kann beispielsweise den Handel mit Genmais nicht verbieten, den Anbau allerdings schon. Nun gibt es einen Gesetzentwurf von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, der die Verantwortung für solche Verbote zwischen Bund und Ländern aufteilen soll. Hören wir den Minister. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land lehnt den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ab. Deshalb haben wir in unsere Koalitionsvereinbarung hineingeschrieben, ich zitiere, wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik an. Zitat Ende. Die Konsequenz, die ich als Bundeslandwirtschaftsminister aus diesem Auftrag auch der Koalitionsvereinbarung ziehe, lautet, ich will und werde den kommerziellen Anbau grüner Gentechnik auf unseren Äckern rechtsstaatlich organisiert und rechtsstaatlich strukturiert unterbinden. Ich will keinen kommerziellen Anbau. Schon heute bauen deutsche Landwirte keine gentechnisch veränderten Pflanzen an, und das ist auch nach meiner Kenntnis nicht geplant. Ich will, dass das so bleibt. Dazu nutze ich die Verbotsmöglichkeiten, die uns nunmehr die Opt-out-Regelung, die sogenannte, auf europäischer Ebene eröffnet. Und deshalb freue ich mich heute, den Gesetzentwurf zur Änderung des Gentechnikgesetzes in die Beratungen des Hohen Hauses einzubringen. Denn nur damit können wir den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland rechtssicher und flächendeckend untersagen, jenseits der Frage, wie der Einzelne zu diesen Vorstellungen steht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eins voran. Es handelt sich um schwierige Rechtsfragen, weil wir auf verschiedenen Ebenen mit dieser Problematik ineinander verknüpft arbeiten, handeln und entscheiden müssen. Aber wenn wir Rechtssicherheit haben wollen, dann müssen wir eine nationale Regelung treffen, die vor Gericht auch standhält. Und genau deshalb müssen Bund und Länder beim Anbauverbot von grüner Gentechnik gemeinsam Verantwortung tragen. Ich nehme meine Verantwortung ja auch so wahr, und wir für den Bund, weil wir den Ländern helfen wollen, die bei Fehlen einer Bundesregelung das Anbauverbot sonst allein umsetzen müssten. Die rechtsstaatliche Möglichkeit haben sie dazu. Dieses Prinzip der gemeinsamen politischen Verantwortung ist das zentrale Element des Gesetzentwurfs. Und es ist auch die gemeinsame Linie der Länder und sogar der Umweltminister und Agrarministerkonferenz. Wie genau sieht das Bund-Länder-Zusammenspiel nach meinem Gesetzentwurf aus? Grundsätzlich soll der Bund die Anbauverbote flächendeckend für ganz Deutschland verhängen. Die zwingenden Gründe, die die Verordnung, die europäische, verlangt, die angeführt werden müssen, werden vom Bund und Ländern gemeinsam zusammengetragen, weil sie regional unterschiedlich bewertet und gewichtet werden können. Wir haben kein einheitliches Land, was die Ökologie und was die Beschaffenheit, die Topografie betrifft. Ja, so ist es. Flach ist es mehr bei euch im Norden und bei anderen ist es mehr bergig. Und da gibt es Unterschiede, es gibt auch andere Arten. Und wenn man Ökologie betreiben will, dann muss man schon sich die Mühe machen, ins Detail zu blicken und nicht den Überflug groß drüber zu machen. Deswegen, um gleich zu sagen, bin ich froh und freue mich und bin sicher, dass die Länder gerne mithelfen, weil die Länder ja gerade im eigenen Interesse daran arbeiten müssen, dass wir eine gemeinsame Regelung bekommen. Der Gesetzentwurf gibt dem Bund in allen Verfahrensstufen eine klare Richtung vor. Sofern alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, soll der Bund tätig werden, wenn sich die Länder mehrheitlich dafür aussprechen.
Die Voraussetzungen sind unter anderem zwingende Verbotsgründe für das gesamte Bundesgebiet, Verbot im Einklang mit dem EU- und dem WTO-Recht, begründet, verhältnismäßig und nicht diskriminierend. Was könnte ich sagen, ebenso wie Gesetze bei uns gemacht werden müssen. Von dieser vorgegebenen Entscheidung für ein Handeln des Bundes kann nur in Ausnahmefällen abgewichen werden. Diese sogenannten Sollvorschriften gehen sogar über den Entwurf der Eckpunkte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die ich angeregt hatte und die getagt hat, hinaus, die nämlich eine Kann-Regelung zugelassen hätten. Doch das wichtigste Argument für den hier vorgelegten Entwurf ist, dadurch schaffen wir Rechtssicherheit, dass wir die Verbotsgründe zusammentragen, sorgfältig, und nicht darauf warten, dass uns ein Gericht das Verbot aus den Händen schlägt. Noch aktuell ein Thema zu den Maissorten, weil ich gegenwärtig spüre, dass die eine oder andere Diskussion kommt, und die ist nicht unbedingt immer von vertiefter Sachkenntnis geprägt, wie ich leider feststellen muss. Sie werden ab und zu auch Anfragen bekommen über die drei bekannten Maislinien, 1507, BT11 und Mohn 810, diesem Hause sehr gut bekannt. Den Anbau der Maissorte Mohn 810 hat, wie Sie wissen, Ilse Aigner gestoppt in einer Entscheidung. Wir sind bei rechtssicheren Anbauverboten auch und gerade bei den bereits gestoppten sehr aufmerksam. Deswegen habe ich in der Phase 1 der Opt-out-Regelung für alle Neubeantragten oder Wiederbeantragten erreicht, dass sie für Deutschland überhaupt nicht beantragt werden. Das heißt, wir reden Gott sei Dank in einer Zeit, in der eine aktuelle Notwendigkeit, sozusagen ein Krisengentechnikverbot zu erlassen, gar nicht besteht, weil wir Vorsorge getroffen haben und faktisch heute kein Mais angebaut werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und weil auch ein weiterer Punkt immer wieder von Kritikern vorgetragen wird, möchte ich auch dazu Stellung nehmen. Es geht um den Anbau von genveränderten Organismen zu Forschungszwecken. Wir haben den Forschungsanbau von der auf den kommerziellen Anbau ausgerichteten Opt-out-Regelung ausgenommen. Das ist aber kein Einfallstor für die Gentechnik, sondern gerade das Gegenteil. Denn der Forschungsanbau ist zentral, um uns die Kompetenz für eine eigene Bewertung von Chancen und Risiken gentechnisch veränderter Organismen in Deutschland zu erhalten. Vor 2 Jahren, als noch über die Opt-out-Richtlinie verhandelt worden war in Brüssel, hat der Deutsche Bundestag in einem Antrag die Bundesregierung aufgefordert, zitiere, Möglichkeiten, also ich muss sagen, mit Genehmigung der Präsidentin, Möglichkeiten zum nationalen Ausstieg aus dem GVO-Anbau rechtssicher zu verankern. Dieser Forderung des Parlaments, einer sehr fundierten und berechtigten Forderung, kommen wir mit diesem Gesetzentwurf nach. Das Ergebnis liegt Ihnen vor. Und ich denke, dass wir den Begriff der Rechtssicherheit gerade im Blick halten müssen. Deklamation ist das eine und Dauerhaftigkeit in das andere. Dauerhaftigkeit muss hier den Vorrang haben. Herzlichen Dank. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat seinen Gesetzentwurf hier vorgestellt. Heute in erster Lesung. Das Anbauverbot für Genpflanzen soll also künftig gemeinsame Sache von Bund und Ländern sein. Jetzt in die Aussprache mit Karin Binder für die Linke, die ernährungspolitische Sprecherin. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, worüber reden wir heute? Wir reden über ein gefährliches Bürokratiemonster. Mit einem Eingriff in die DNA der Verwaltung von Bund und Ländern schafft Minister Schmidt dieses Monstrum, das er dann das 4. Gesetz zur Änderung des Gentechnikgesetzes nennt. Nach meinem Dafürhalten versucht er, mit allen Mitteln Gentechnik in der deutschen Landwirtschaft durchzusetzen. Und damit stellt er sich gegen den ausdrücklichen Wunsch der Bundesländer, die ein Anbauverbot von Gentechnik mit einer einfachen, unbürokratischen Regelung flächendeckend bundesweit haben wollten. Herr Minister Schmidt stellt sich gegen die Verbraucherinnen und Verbraucher. Eine überwiegende Mehrheit der Menschen, wie Sie gesagt haben, lehnt Gentechnik auf dem Feld, im Stall und auf ihrem Teller ab. Er sieht sich aber offensichtlich in einer Zwickmühle. Der Gesetzentwurf soll eine EU-Richtlinie umsetzen und regeln, wie Deutschland als EU-Mitgliedstaat den Anbau von genmanipulierten Pflanzen einschränken oder verbieten kann.
Da das Bundeslandwirtschaftsministerium die Umsetzung von EU-Recht nicht verweigern und verhindern kann, hat man sich folgende absurde Regelung ausgedacht. Erstens, 6 Bundesministerien, 6, müssen in kürzester Zeit nach dem Antrag eines Saatgutkonzerns im Einvernehmen entscheiden, ob der Anbau einer Genpflanze in Deutschland zugelassen werden soll. Zweitens, in derselben Zeit sollen auch die Mehrheit der Bundesländer, soll die Mehrheit der Bundesländer zwingende Gründe benennen, um ein Anbauverbot durchzusetzen. Und drittens, alle Beteiligten müssen sich innerhalb von knapp 6 Wochen einigen. Wie das gehen soll, ist mir absolut unklar. Bundesministerium Ernährung Landwirtschaft im Einvernehmen mit Bildung und Forschung, mit Wirtschaft und Energie, mit Arbeit und Soziales, mit Gesundheit und letztendlich auch mit Umwelt, Naturschutz und Bauen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Gut, dann, wenn in dieser Zeit keine Einigung erzielt wurde, was man mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen kann, dann müsste jedes der 16 Bundesländer selbst ein Anbauverbot erlassen. Das alles gilt für jeden einzelnen Antrag und jede neue Gentech-Pflanze der Konzerne. Das ist ein absurdes Arbeitsbeschaffungsprogramm, nicht nur für die Landwirtschafts- und Umweltministerinnen der Länder. Die Folgen sind gravierend. Deutschland wird zu einem Gentech-Flickenteppich. Einzelne Bundesländer erlassen ein Anbauverbot, andere möglicherweise nicht. Und das Problem, Wind und Bienen interessiert das nicht. Sie tragen die manipulierten Pollen trotzdem über die Ländergrenzen weg. Gentechnikfreier Anbau wird damit unmöglich. Saubere Ernte ist nicht mehr gewährleistet. Der ökologische Landbau, bei dem Gentechnik ausgeschlossen oder verboten ist, kann für saubere Erzeugnisse nicht mehr garantieren. Die Kennzeichnung ohne Gentechnik ist damit für die Katz. Hier wird Verbraucherinnen und Verbraucher der Genuss von Gentechnik über bürokratische Winkelzüge aufgezwungen. Das macht die Linke nicht mit, Herr Schmidt. Herr Minister, wenn Sie grüne Gentechnik unbedingt haben wollen, dann sagen Sie es auch. Und sagen Sie es vor allem Ihren Bauern in Bayern. Ich weiß kein Bundesland, in dem es schon seit vielen Jahren so viele gentechnikfreie Regionen gibt wie im schönen Bayern. Aus gutem Grund. Die Menschen wissen um die Gefahren, die mit solchen Eingriffen in die Natur verbunden sind. Nur zur Erinnerung. Gentechnik in der Landwirtschaft schafft Probleme, sie löst sie nicht. Gentechnik lohnt sich nur in großen Anbauflächen. Monokulturen werden gefördert. Das führt erfahrungsgemäß zu einem höheren Einsatz von Pestiziden. Nicht nur das krebsverdächtige Glyphosat gefährdet Mensch und Umwelt. Auch die Vielfalt von Insekten, Kleinstlebewesen geht zurück. Wenige gentechnisch hochgezüchtete Pflanzen verdrängen viele alte, robuste Sorten. Dadurch wird die Vielfalt der Nutzpflanzen reduziert. Das gefährdet auch langfristig Ernährungs- und Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Nach wie vor sind die Risiken der grünen Gentechnik nicht abschließend und ausreichend erforscht. Und letztendlich geraten Bauern durch diese patentierten Genpflanzen in die Abhängigkeit von Agrarkonzernen, die mit Knebelverträgen die Existenzen kleinbäuerlicher Landwirte gefährden. Dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, so etwas mitmachen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir fordern deshalb, dass die einfache Mehrheit der Bundesländer für ein deutschlandweites Anbauverbot gentechnisch manipulierter Pflanzen ausreicht. Ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Karin Binder war das für die Linksfraktion. Ja, und die Befürchtungen, dass ein Flickenteppich in Deutschland besteht, den hatten und haben auch diverse Bundesländer und befürchten vor allem, dass die Verantwortung für die Verbote an ihnen hängen bleiben könnte. Allerdings der Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, der ist auch als Kompromiss mit den Bundesländern zustande gekommen. Jetzt Elvira Drobinski Weiß für die SPD, die verbraucherpolitische Sprecherin. Inzwischen haben wir genau geprüft. Und eines kann ich ganz sicher sagen, so wie das Gesetz jetzt aussieht, wird es mit uns nicht durchgehen. Wir, und das gilt bestimmt auch für den Minister und den Koalitionspartner, wir wollen ein rechtssicheres bundesweites Verbot von Gentechnik auf dem Acker. Was wir nicht wollen,
ist ein Flickenteppich, in dem einige Bundesländer Anbauverbote erlassen und andere eben nicht. Sei es aus politischen Gründen, weil der Prozess zu kompliziert ist oder weil die Behörden mit Klagen von Gentechnikkonzernen überzogen werden, denen sie dann nicht standhalten können. Denn Pollen machen schließlich nicht an der Landesgrenze Halt. Herr Minister Schmidt, Sie haben immer wieder betont und ja auch gerade vorher zu Beginn Ihrer Rede, dass Sie das Gesetz für und mit den Ländern machen wollen. Gegen diesen Entwurf aber laufen die Länder Sturm. Sie werden die zahllosen Änderungsanträge aus dem Bundesrat ja wohl kennen. Und ein Gesetz, das so sehr auf die Mitwirkung der Länder baut, muss deren Bedenken berücksichtigen. Bedenken Nummer eins. In Phase 1, in dem das BML die Saatgutkonzerne bitten soll, Deutschland von Anbauanträgen auszunehmen, müssen 6 Ministerien ein Einvernehmen herstellen. 6 Stück. Das ist kompliziert, das ist zeitaufwendig, störanfällig. Und keines der Bundesländer, egal in welcher Regierungskoalition, will diese Regelung so. Das Landwirtschaft und das Umweltministerium zu beteiligen, das reicht völlig. Warum um Himmels Willen soll zum Beispiel das Forschungsministerium eingebunden werden? Die Forschung ist doch vom Verbot überhaupt nicht betroffen. Im Gegenteil, sie ist ausdrücklich ausgenommen. Und ich finde es reichlich befremdlich, wenn so getan wird, als bedeute ein Verbot des kommerziellen Anbaus für gentechnisch verändertes Saatgut auf freiem Feld, das die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land will, das Ende des Forschungsstandortes Deutschland. Das ist einfach Unfug. Wer so argumentiert und gleichzeitig immens hohe Hürden für Anbauverbote ins Gesetz schreibt, ist offenbar gar nicht wirklich bemüht, für gentechnikfreie Äcker zu sorgen. Und wenn in der Kabinettssitzung dem Vorsorgeprinzip dann noch mal eben ein Innovationsprinzip in der Gesetzesbegründung an die Seite gestellt wird, etwas, das sich unter anderem die großen Chemie- und Saatgutkonzerne ausgedacht haben, dann frage ich mich schon, wohin das Landwirtschaftsministerium oder das Forschungsministerium eigentlich will. Hin zu einer Aufweichung des Vorsorgeprinzips, das kann ja wohl nicht allen Ernstes das Ziel sein. Für die SPD gilt, der Schutz von Umwelt, Ökosystemen und der Gesundheit von Menschen und Tieren, das hat oberste Priorität. Und Sie, Herr Minister, haben selbst immer betont, Phase 1 soll der Regelfall sein, denn sie bietet hohe Rechtssicherheit. Ich sehe es deshalb als unsere Pflicht an, diese Phase 1 auch so praktikabel zu machen, dass sie überhaupt angewendet werden kann. Wir brauchen eine schlanke, eine unbürokratische, eine klare und eine schnell umsetzbare Regelung. Das zweite große Problem in diesem Entwurf ist die Aufgabenverteilung bei der Formulierung der Begründungen für die Anbauverbote. Die Länder sagen ganz klar, sie sind damit überfordert. Ja, kein Wunder. In den Landesministerien ist in der Regel ein einziger Referent dafür zuständig, der meist ja auch noch andere Aufgaben hat. Und der soll dann im Zweifelsfall gegen Monsanto oder Bayer antreten, warum die Begründung nicht wasserdicht ist. Das Bundesministerium und die Bundesbehörden, die haben einen großen Personalstab und ganz andere Ressourcen. Und deshalb muss der Gesetzestext auch unmissverständlich klargestellt werden. Die Länder müssen nur die wesentlichen Punkte ihrer Entscheidung zuliefern. Und in Phase 2, dem gesetzlichen Verbotsverfahren, trägt der Bund die Verantwortung für die Begründung und werden dabei auch von dem unterstützt. Das, denke ich, ist doch in unser aller Interesse, wenn wir tatsächlich gentechnikfreie Äcker in Deutschland haben wollen. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam noch zu einer guten Lösung kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU. Und ich möchte daran erinnern, was im Koalitionsvertrag steht. Und auch der Minister hat vorher noch mal daran erinnert, wir nehmen die Bedenken der Menschen gegenüber der grünen Gentechnik ernst. Wenn wir das denn wirklich ernst meinen, müssen wir jetzt auch liefern. Dazu braucht es noch ein paar Änderungen, über die wir sicher konstruktiv sprechen werden. Und wie hat es unser Kollege Peter Struck früher so treffend formuliert?
Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es eingebracht wurde, in diesem Sinne. Vielen Dank. Ja, das Strucksche Gesetz wird hier natürlich von allen Seiten immer wieder gerne bemüht. Trotzdem ist es ein doch sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass der Koalitionspartner einer Regierungskoalition einen Gesetzentwurf, den hier der Minister, der Partner vorgelegt hat, so deutlich kritisiert. Aber Elvira Trubinski-Weiß hat hier ihre fachlichen Bedenken angemeldet. Und da wird wohl in den Ausschussberatungen noch einiges geredet werden müssen. Jetzt hören wir, was die Grünen dazu sagen. Harald Ebner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Schmidt. Das Loblied, das Sie gerade auf Ihr Gesetz gesungen haben, hat sich schön angehört. Und es freut uns auch, dass Sie sich heute so freuen. Aber es gibt dazu leider keinen Anlass. Denn gut findet dieses Gesetz wirklich außer Ihnen niemand. Wir nicht, das wundert Sie nicht. Auch die SPD angeblich nicht. Wo war eigentlich Ministerin Hendricks beim Kabinettsbeschluss? Die Bundesländer genauso wenig wie die Umwelt- und Bioverbände und sogar der Deutsche Bauernverband nicht. Niemand hält dieses Gesetz also für gelungen, Herr Minister. Stimmt allerdings nicht ganz. Denn die Industrie freut sich. Von der haben Sie sich ja, wir haben es schon gehört, auch ganz neue Begriffe ins Gesetz diktieren lassen. Auf deren ausdrücklichen Wunsch wollen Sie mit einem nicht definierten Innovationsprinzip, das Vorsorgeprinzip abschießen. In der Nacht- und Nebelaktion haben Sie einen Abschnitt zu neuer Gentechnik in letzter Minute vor der Kabinettsabstimmung ins Gesetz geschmuggelt. Und die Nadel war so heiß, mit der das gestrickt wurde, dass Sie dann auch noch den falschen Text an den Bundesrat übermittelt haben. Das ist ja wirklich oberpeinlich. Und was steht in dem Abschnitt, den auch die Verbände und ihr Koalitionspartner offenbar lieber nicht zu Gesicht bekommen sollten? Sie wollen tatsächlich neue Gentechnikverfahren nicht wie Gentechnik behandeln. Sie wollen tatsächlich neue Gentechnikpflanzen da unkontrolliert auf unsere Äcker und Teller lassen. Aber neue Gentechnik ist Gentechnik. Da gibt es kein Vertun. Das haben juristische Gutachten auch im Auftrag der Bundesregierung schon längst klargestellt. Und wo Gentechnik drin ist, muss auch Gentechnik draufstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass Bayer und Monsanto das nicht wollen, konnten wir diese Woche im großen Taz-Interview mit Bayer-Vorstand Condon lesen. Die wollen Gentechnik ohne Regulierung und Auflagen anwenden. Und Sie, Herr Minister, Sie machen das mit und schreiben es gleich dienstbeflissen in Ihr Gesetz. Aber auch ohne diesen Coup ist Ihr Gesetz schlicht untauglich. Ein derart vorsätzlich dysfunktionales Gesetz ist eine Zumutung für jeden Gesetzgeber. Sie haben die Eckpunkte aus den Verhandlungen mit den Ländern eben nicht berücksichtigt. Das hat auch der Agrarausschuss des Bundesrates am Montag eindrucksvoll klargestellt. Sie haben Schikanen ins Gesetz eingebaut, die Anbauverbote effektiv verhindern und stattdessen die Einfallstore für Gentechnik weit geöffnet. Sage und schreibe, 6 Bundesministerien müssen in kürzer Frist über Gründe für Anbauverbote sich einigen. Und da schaffen Sie ein explizites Vetorecht für einzelne Ministerien, wo ein Handeln der Bundesregierung reichen würde. Wie soll denn das klappen, wenn man sich schon über Einzelregelungen für dieses Gesetz über ein Jahr nicht einigen kann? Und dann wollen Sie auch noch den Bundesländern die ganze Last der juristischen Begründung aufbürden in der Phase 1, wo das nach EU-Recht überhaupt gar nicht erforderlich ist. Da satteln Sie ohne Not auf EU-Recht drauf und erschweren das Verfahren. Aber zum Ausstieg aus dem Ausstieg, da reicht dann schon ein einzelnes Bundesland und schwupps wird ein bestehendes nationales Anbauverbot wieder aufgehoben. Da wurde das Verbot mühsam auf den Weg gebracht. Einer schert aus und ein Land kippt das ganze Verbot. Das ist kein Anbauverbot, das ist doch ein Pseudogesetz. Das Verbot geht nimmer, der Anbau immer. Da hilft auch nicht, dass aktuell 3 Genmaissorten via Phase 1 vom Anbau in Deutschland ausgenommen ist. Der Gentechnik-Flickenteppich ist damit vorprogrammiert und das kritisiert auch der Deutsche Bauernverband. Herr Schmidt, Sie wollten doch von Anfang an nicht, dass es rechtssichere, flächendeckende Anbauverbote auf Bundesebene gibt. Ihr Credo ist doch ohnehin, soll doch jeder machen, was er will, außerhalb Bayerns die Sintflut. Die Anbauverbote, die sollen ja, hat auch die SPD gerade schon gesagt, ganz offensichtlich nicht funktionieren. Mehr Murks als Kompromiss.
oder Angst vor Konzernen haben die Medien ihr Gesetz kommentiert. Und diesen Murks braucht außer Bayern, Bayer und Monsanto wirklich niemand. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Ihr Koalitionspartner kämpft ganz offensichtlich für Gentechnikanbau in Deutschland. Befreien Sie sich da spätestens jetzt aus der großen Gentechnikkoalition. Besser gar kein Gesetz als dieses schlechte Gesetz. Dieses Gesetz darf frei nach Struck den Bundestag erst gar nicht mehr verlassen. Denn die bessere Alternative, die gibt es ja schon. Die gibt es ja schon. Es gibt den Gesetzentwurf des Bundesrates. Den haben Sie einfach liegen lassen. Beenden Sie doch endlich diesen Affront gegen die Bundesländer und lassen Sie uns zusammen diesen vernünftigen und im Übrigen funktionsfähigen Gesetzentwurf für dauerhaft gentechnikfreie Äcker in Deutschland umsetzen und schreddern Sie Ihr verschwurbeltes Machwerk, Herr Minister. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege De Vries für die Fraktionen der CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Zuhörer auf der Tribüne, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Ich habe hier ein wunderbares Spiel zu liegen, das ich jetzt in die Tonne kloppen kann. Ich habe mich einfach geirrt. Ich habe darauf vertraut, dass wenn eine Koalition einen Beschluss vorlegt, hier ein, wie sagt das, Gegenbeschluss, dass man darauf vertrauen kann. Offenbar ist das nicht der Fall. Ja, natürlich sind wir das Parlament. Aber ich kann doch davon ausgehen, dass auch in die SPD daar een Abstimmung mit ihrem Minister ist. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Also, Frau Binder hat gefragt, worüber reden wir hier eigentlich? Ich will es mal versuchen, klarzustellen, worüber wir hier eigentlich reden. Wir reden hier über ein Verbot, was eigentlich fachlich nicht zu begründen ist. Ich hätte das hier in anderen Zusammenhang nennen wollen, aber auch Sie allen haben dieses Prospekt bekommen. Da steht, Blockade der Gentechnik ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unterschrieben, meine sehr verehrten Damen und Herren, unterschrieben durch inzwischen mehr als 140 Nobelpreisträger. Und da haben wir den Anfang dieser Problematik, die hier jetzt gipfelt. Zum Glück gibt es in Europa noch vernünftige Leute. Und deshalb war das, was wir eigentlich wollten, ein Totalverbot in Europa, nicht zu handhaben. Und da haben wir es. Da haben wir es. Ja, Herr Ebner, ich sehe diese Gentechnik nicht als dieses gefährliche Schreckensgespenst, was Sie immer an der Wand malen, womit Sie offenbar auch Erfolg haben. Sogar die SPD hat sich irreführen lassen. Was soll das hier eigentlich? Frau Dobrinski-Weiß, nehmen Sie mir nicht übel, aber wenn Sie Ihr eigener vernünftiger Verstand, was Sie, glaube ich, doch haben, genutzt hätten, hätten Sie heute etwas anderes vorgetragen. Wir müssen anscheinend damit leben, dass wir heute diese Diskussion noch nicht abschließen. Das war eigentlich etwas, was ich vortragen wollte. Wir werden wahrscheinlich noch mal diskutieren müssen über etwas, was nach wie vor eigentlich fachlich nicht zu begründen ist, aber wir haben dann die Opt-out-Regelung alle zusammen zugestimmt. Lass es auch mal klar sein. Wir haben hier das beschlossen, nicht auf fachliche Gründe. Wir haben nur gesagt, wenn 88% unserer Bevölkerung dagegen ist, dann müssen wir dazuhören. Das ist nicht eine fachliche Begründung. Und jetzt sind wir in die Verlegenheit, einen Beschluss, was wir nicht fachlich begründen können, fachlich begründen müssen. Und da kommt es. Da hat unser Minister einen sehr vernünftigen Kompromiss gefunden, wo er sagt, okay, wir nehmen erst die Verantwortung, aber ich sehe das Problem, weil sie die Begründung nicht liefern können. Also, wenn wir das nicht schaffen, liebe Länder, 88% der Bevölkerung ist dagegen, liebe Länder, wir müssen das territorial begründen. Also gebe ich Ihnen die Chance, das nochmal zu machen. Herr Ebner, Sie sagen Affront gegen die Länder. Gleichzeitig sagen Sie, wir kriegen die Einheit in die Länder nicht. Was ist denn eigentlich mit den Ländern? Sind die nun vor oder gegen Gentechnik? Wenn dann 88% gegen Gentechnik ist, wo liegt das dann Problem mit dieser Gesetzgebung? Ich verstehe das nicht. Und wenn das mal gibt, und das ist wahrscheinlich, wofür Sie Angst haben, dass die Menschen irgendwann mal zu Vernunft kommen und da anders anfangen nachzudenken, dann wäre es doch angebracht, nochmal neu zu diskutieren. Wo liegt das Problem? Ich habe Ihnen immer mal wieder gesagt, ich bin nicht für die Herbizidresistenz. Ich sehe zurzeit kein GVO-Produkt, was ich als Landwirt anbauen will.
Aber ich sage Ihnen auch, diese grüne Gentechnik bietet uns Chancen. Irgendwo in meinem Vortrag sage ich auch, dass Deutschland immer führend war. Über Jahrhunderte war Deutschland bei der Entwicklung moderner Landwirtschaft führend. Dazu haben unter anderem Gregor Mendel und Justus von Liebig wesentlich beigetragen. Und jetzt wollen Sie diese Position, diese Ausnahmeposition Deutschland einfach wegfegen. Ich habe gedacht, dass wir hier diese eigentlich schon überholte Diskussion, weil diese, ich nenne sie jetzt mal konventionelle grüne Gentechnik, ist eigentlich schon vorbei. Wir reden eigentlich schon über die neue Gentechnik, über die neue Züchtungstechniken. Genau. CRISPR-Cas9. Ohne Artensprung, Herr Ebner. Aber auch das wollen Sie schon verbieten. Ich verstehe die Welt hier nicht mehr. Aber ich gebe zu, wir leben immer noch in einer Demokratie. Und wenn es dann gewünscht ist, dass wir nochmal diskutieren, dann soll es eben so sein. Meine Aussage ist, der von unserem Minister vorgelegte Gesetz ist ausgewogen und sicher. Es ist das Resultat eines demokratischen Prozesses, wie es zu führen ist, wenn in diesem Hohen Haus unterschiedliche Meinungen herrschen. Ich dachte, wir haben einen Beschluss. Ich stehe zu diesem Beschluss. Ich bitte hier immer noch um Zustimmung zu diesem Beschluss. Und alles andere muss ich jetzt abwarten. Vielen Dank. Ja, es scheint noch einiges an Gesprächsbedarf zwischen den Koalitionspartnern zu geben, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Es ist die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs und jetzt hören wir auch noch weitere Koalitionsredner. Matthias Mirsch jetzt für die SPD. Das ist doch wieder eine Sternstunde an Demokratie. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sehen, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Nur Herr de Vries, für Ihre vielen Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU will ich in Anspruch nehmen. Es sind ganz wenige, die über grüne Gentechnik so denken wie Sie. Viele, die, glaube ich, hier in diesem Raum sitzen, sehen genauso die Kritik, die wir hier auf dem linken Spektrum geäußert haben. Und ich glaube, auch ganz viele in diesem Haus haben ein großes Selbstbewusstsein und sagen, wenn die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegt, dann fängt das die Arbeit des Parlaments doch erst an. Wir sind doch hier nicht ein Abnickverein, sondern wir beschäftigen uns mit Gesetzen, und das ist unsere Aufgabe. Und um Ihnen noch ein bisschen Orientierungsmöglichkeiten zu geben, weil Sie ja sagen, mit Spiekzetteln und so sollten Sie nicht. Ein Spiekzettel sollten Sie sich immer vornehmen, und zwar ganz am Anfang einer Legislaturperiode. Das ist ein Koalitionsvertrag. Und in diesem Koalitionsvertrag steht eindeutig drin, dass wir die Sorgen und Ängste ernst nehmen. Und insofern passt Ihre Rede nun überhaupt nicht zu dem, was wir am Anfang dieser Legislaturperiode wirklich miteinander vereinbart haben, Herr de Vries. Nun zu dem Gesetzentwurf. Die Elvira Drobinski-Weiß hat das Notwendige in Sachen Durchsetzungsfähigkeit dieses Gesetzes hier gesagt. Aber Herr Schmidt, als Kollege von Ihnen, als Jurist, sage ich Ihnen, ich werde immer ein bisschen misstrauisch, wenn das Argument kommt, es muss rechtssicher sein. Rechtssicherheit. Würde ich mir wünschen, dass Sie zum Beispiel da, wo Sie feststellen können, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen Gesetze verstößt, aus Ihrem Haus ganz schnell Abhilfe geschaffen wird. Warum machen wir nichts gegen das Verletzungsverfahren, wenn es beispielsweise um die Nitratbelastung im Grundwasser geht? Da müsste man doch, wenn man dem Recht anhängt, ganz schnell tätig werden als Minister, oder nicht? So, und insofern glaube ich, wir müssen schon ein bisschen Mumm haben miteinander. Denn hier, da haben Sie ja vollkommen recht, betreten wir teilweise juristisches Neuland. Aber warum, Herr Minister Schmidt, machen Sie sich so klein? Ich meine, es fehlt ja noch irgendwie die Begründung, dass Sie die Verteidigungsministerin noch fragen, wenn Sie ein Anbauverbot hier durchsetzen wollen. Ich meine, eine Einvernehmensregelung mit 6 Ministerien. Warum haben Sie nicht Mumm und sagen, wir sind das federführende Ministerium und wir wollen Landwirte schützen vor Kontamination und deswegen machen wir das selbst. Wir brauchen noch kein Einvernehmen. Dann meinen Sie noch den Verkehrsminister, weil Sie vielleicht die Rapspflanzen an den Grünflächen feststellen können. Das kann doch kein wirkungsvoller Vorschlag sein, Herr Minister Schmidt. Aber ein Punkt, und Harald Ebner, jetzt lass mich doch erst mal reden, wenn du eine Frage hast, frag, aber bitte, ich beantworte sie dir auch, dann kann ich noch ein bisschen, ich brauche noch ein paar Minuten. Aber eine Sache, Herr Minister Schmidt, die müssen wir, glaube ich, noch mal miteinander sehr, sehr genau besprechen. Denn in der Tat hat der Kollege Ebner ja recht. Es ist in einer wohl, soweit ich recherchiert habe, wirklich Nacht- und Nebelaktion eine Begrifflichkeit in den Begründungstext gekommen,
die da lautet, dass wir neben dem Vorsorgegrundsatz plötzlich das sogenannte Innovationsprinzip berücksichtigen sollen. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss ich ganz ehrlich sagen, da gehen alle Alarmglocken an. Und dann gucken wir uns doch mal an, was das eigentlich soll. Wir haben rauf und runter, gerade im Rahmen der Debatten um Freihandelsabkommen, immer wieder betont, wie wichtig das Vorsorgeprinzip der Bundesrepublik Deutschland ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ein hervorragendes Urteil in Sachen grüne Gentechnik gefällt, wo es vor allen Dingen mit dem Vorsorgeprinzip, also dem Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers, operiert. Und wie kommt es nun zu dem Innovationsprinzip? Ich habe mal einen Auftrag an den Wissenschaftlichen Dienst mit Elvira Drobinski-Weiß gegeben. Und das ist sehr spannend zu lesen. Das fängt an aus der Wirtschaft mit einem Brief offenkundig vom 24. Oktober 2013 an die EU-Institutionen, wo man sagt, es muss so etwas wie ein Innovationsprinzip neben das Vorsorgeprinzip gestellt werden, um Innovationen walten zu lassen. Da sind die auf Granit gebissen. Dann haben die am 4. November 2014 einen weiteren Brief geschrieben. Und dann gibt es ein sogenanntes European Risk Forum. Auch dort wird immer wieder lobbyiert. Bis jetzt habe ich keine gesetzliche Grundlage gefunden, die das aufgreift im Rahmen der EU. Und das deutsche Bundeslandwirtschaftsministerium macht als erstes überhaupt, ich meine, wir werden das forschen, ich habe gestern erst gerade dieses Gutachten bekommen, macht als erstes den Versuch, indem sie in dieses Gentechnikgesetz neben dem verfassungsrechtlich verbrieften Vorsorgegrundsatz dieses Innovationsprinzip benennt. Herr Minister Schmidt, wir werden viel miteinander aufzuklären haben, was Sie damit machen. Ich sage Ihnen allerdings, die SPD-Bundestagsfraktion wird Ihnen das nicht durchgehen lassen. Der Vorsorgegrundsatz ist für uns unverrückbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Matthias Mirisch war das für die Sozialdemokraten. Ja, öffnet dieses Innovationsprinzip, was im Gesetzentwurf steht, sozusagen die Hintertür dann doch noch für den Anbau von Genpflanzen? Das ist eine Frage, die in den Ausschussberatungen dann vermutlich noch mal erörtert wird. Jetzt der letzte Redner hier in der Aussprache, Stefan Albany für die CDU-CSU-Fraktion. So, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ein Forschungspolitiker verirrt sich unter die Landwirte. Den Forschern ist es zu eigen, dass sie zwar genauso leidenschaftlich, aber in der Regel wesentlich ruhiger sind. Ich möchte zu dieser Stelle und an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt im Jahr einen Vorschlag für zwei Unworte in diesem Jahr machen. Das eine ist postantibiotisch und das andere ist postfaktisch. Das Wort, um mal hier deutlich zu machen, wer diese Worte führt, verniedlicht zwei Dinge, die uns große Angst machen sollen. Postantibiotisch bedeutet, dass wir an dieser Stelle keine Antibiotika mehr haben, keine Möglichkeiten mehr. Wir kapitulieren vor den Resistenzen, und das darf nicht sein. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir von Seiten der Forschung in die Zukunft hinein neue Wirkstoffe, und wir haben mit diesem Haushalt einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Das zweite Wort macht mir viel größere Sorge. Postfaktisch. Postfaktisch bedeutet, dass wir uns mehr von Emotionen, mehr von Sorgen und Ängsten leiten lassen, als von den Fakten in aller Gemütsruhe diese zu bewerten. Der Gesetzentwurf, der hier vorliegt, fasse ich im Wesentlichen so zusammen, dass er sehr wohl auf der einen Seite die Gentechnik-Skepsis innerhalb der Bevölkerung bewertet und berücksichtigt, zum anderen aber auch die föderale Zuständigkeit in Deutschland weiterhin wahrt und zu guter Letzt die breite Ressortkompetenz in der Bundesregierung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bis hin zum BMBF in die Entscheidung mit einfließen lässt. Ob das dann 6 sein müssen oder nicht, das kann man diskutieren. Aber mir ist es insbesondere wichtig, dass die Forschung an dieser Stelle mit ihrer Kompetenz in diesem Zusammenhang gewahrt bleibt. Das ist wichtig und das ist richtig so. Anders als Rote, wir wollen ja aber auch über die Zukunft in der Landwirtschaft und in der Pflanzenzüchtung reden. Anders als Rote und Weiße hat die grüne Gentechnik ein ganz erhebliches Problem. Das wissen wir alle nur zu gut. Das war übrigens früher auch bei den Innovationen in der roten Gentechnik so. Ein Beispiel in die Geschichte zeigt ein typisch deutsches Problem.
Synthetisch hergestelltes Insulin ist eine Biotech-Innovation in den 80er, 90er Jahren. Frankfurter Forscher entwickelten dies 1982, die sogenannte massenproduktionstaugliche Insulinsynthese mit Mikroorganismen. Damals gab es Ressentiments. 2 Jahre später verbot das hessische Umweltministerium eine erste Versuchsanlage in den Betrieb. Erst 1999 kam das neue Humaninsulin schließlich zum Patienten, allerdings zunächst aus den USA. Chance verpasst, könnte man an dieser Stelle sagen. Heute genießt das synthetische Humaninsulin breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Kaum ein Patient würde es ablehnen, auf Rinder- und Schweineinsulin bestehen. Warum? Weil es einen gewaltigen Nutzen hat. Kein Tier muss für die Herstellung sterben. Es kommt zu keinen Versorgungsengpässen. Es ist verträglicher und bioidentisch zum natürlichen Humaninsulin. Und genau darum geht es. GVO-Produkte müssen einen klaren Mehrwert auch für die Endverbraucher haben. Bei gleicher, das habe ich doch gerade gesagt, hätten Sie den nächsten Satz abgewartet. Das ist das große Defizit, was wir momentan bei GVO-Innovationen im Bereich der Landwirtschaft haben. Gentechnik aus Menschenhand, als Eingriff auch in die DNA von Pflanzen, Nahrungsmitteln und Ähnliches, ist nicht prinzipiell ein Eingriff in den göttlichen Bauplan, der erst etwas Dramatisches darstellt. Pflanzenzüchtungen beruhen auf der Tatsache, dass man spontane Mutationen abwartet, selektiert, schaut, was ist nützlich, was ist risikoarm und so weiter und so fort. Wir provozieren diese Mutationen mit Chemie und mit Strahlung, um auf diese Art und Weise schneller voranzukommen. Und was wir jetzt mit CRISPR-Cas und anderen Methoden haben, ist eine gezielte und nicht mehr Genomlotterie, sondern wir können Genomen ändern. Das heißt aber nicht, dass wir die Risiken an der Stelle, genau wie wir sie auch im Medikationsbereich und in anderen Bereichen genau im Fokus haben, berücksichtigen müssen. Das ist eine elementare Grundvoraussetzung. Denn man sollte es nur tun, wenn wir wissen, was wir tun. Und das ist notwendig, dass wir Forschung dabei berücksichtigen. Und ich schließe mich, genau wie mein Vorredner, einer meiner Vorredner schon, der Aussage von 100, bei mir waren es 113, vielleicht sind es jetzt mehr geworden, Nobelpreisträgern an, die hier sagen, dass Gentechnik, eine Blockade der Gentechnik auf Dauer nicht sinnvoll ist und die Menschlichkeit an dieser Stelle gewahrt bleiben muss, in dahingehend, dass wir diese Chancen, die diese Techniken bieten, auch in die Zukunft hinein ermöglichen. Es ist unsere Verantwortung, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, Forschung und Folgenabschätzung, Hoffnung und Sorge wieder ins Lot zu bringen, auf der Basis von Fakten. Bei einem Expertengespräch in dieser Woche brachte es Herr Dr. Rehberger vom Forum Grüne Vernunft auf den Punkt, als er die Motivation für sein Engagement für die Gentechnik erläuterte. Er sagt, nicht für mich als 78-Jährigen wird dieses noch Nutzen bringen, aber für die zukünftigen Generationen ist es eine Verpflichtung. Dieser Verantwortung und dem notwendigen Gleichgewicht wird auch der Entwurf des 4. Gentechnikänderungsgesetzes aus meiner Sicht gerecht. Er ermöglicht die Anwendungsforschung und ermöglicht Anbauverbote, wenn die Risiken zu groß erscheinen oder nicht absehbar sind. Herzlichen Dank. Thank you.